Ja, schau mal die Gewinnnummer. Was für eine Gewinnnummer haben Bin ich da denn richtig? Sie sind hier im Gewinnspielservice. Was haben Sie denn freigerubbelt? Nochmal bitte. Was haben Sie denn da freigerubbelt? Sie sind hier im Gewinnspielservice. Ja, da wollte ich ja auch hin. Ich habe ja schon einen Brief von Ihnen bekommen. Ne? Okay, und was steht da drinne in dem Brief? Da steht herzlichen Glückwunsch. Da ist schon ein Paket drauf. Sind Sie die Frau, die da drauf ist? Nee, ich bin die Frau Olpen. Ach so, hätte ja sein können, ne? Ja, hätte sein Was habe ich können. denn jetzt gewonnen? Na, bis jetzt noch mal gar nichts, weil ich weiß ja Ach nicht, um was so. es geht, weil ich sehe hier nämlich nichts und dafür ganz viel. Sie Das habe müssen ich mir jetzt nicht irgendwie was verstanden. ansagen. Was haben Sie denn da dreimal freigerubbelt? Da war doch irgendwie was zum Freirubbeln gewesen. Aber Ihnen läuft gerade die Gewinnmelodie, oder? Nö. Nicht? Selbst ich verstehe das alles nicht. Also Sie können mit den drei Sonnen hier können Sie nichts anfangen. Also, da haben Sie jetzt drei Sonnen freigerubbelt. Doch, mit denen kann ich schon was anfangen. Ach Das muss ich so. aber erst wissen, was Sie da dreimal freigerubbelt haben. Habe ich Ja. doch schon zweimal gefragt. Ja, ich Da ist kenne noch eine das ja Per alles nicht, ne? Na, ich helfe Ihnen doch. Da ist noch eine persönliche Kontrollnummer mit dabei. Fängt mit DA an. Gucken Sie mal. Nochmal, was soll ich machen? Da ist eine persönliche Kontrollnummer dabei. Ja. Die brauche ich auch. DA und dann? Ja, dann steht da 66589. Jawohl. So, das heben Sie jetzt mal schön auf. Im Gewinnfall kriegen Sie nämlich hier eine schriftliche Was soll ich Benachrichtigung. aufschreiben? Das sollen Sie aufheben. Ja? Da Ja. findet die Verlosung erst statt. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und wenn Sie hier gewonnen haben, brauche ich jetzt hier noch Namen und Anschrift, damit wir Sie benachrichtigen können. Sagen Sie mir mal den Vornamen. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, um was es geht. Was es Sie da zu möchten an gewinnen einem gibt. Gewinnspiel teilnehmen, richtig? Ja, ich habe das ja von Ihnen bekommen, ne? Okay, ich brauche jetzt Namen und Anschrift, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Ja, das können wir machen. Mein Name Ja, ist sagen Sie mir Ihren Vornamen Hans. und der Familienname. Nochmal? Ihr Familienname. Ja, Maulwurf wie das Tier im Garten. Herr Maulwurf, ich brauche mal die Postleitzahl. Von mir jetzt? Ja, wo Sie Ja, wohnen. das 76534. Und in welcher Straße wohnen Sie? Das ist ja in Baden-Baden. Waren Sie da Da schon mal? gucken wir gleich nach, ja? Wo denn? Sagen Sie mir mal die Straße. Nochmal? Sagen Sie mir Ihre Straße. Ja, das kann ich gerne machen. Das ist die Beuerner Straße. Mit BE wie Ehre? Ja, Wie der Bauer? wie der Bauer nur mit EU geschrieben. Jawohl. Und die Hausnummer? 411. So, ganz kleinen Augenblick. Ja. Sagen Sie mir noch mal die Postleitzahl. 76534. Aha. Was habe ich denn gewonnen? Noch gar nichts. Ach so. Nee, also mit der Straße habe ich Schwierigkeiten. Sagen Sie mir die nochmal. Beuerner Straße. Das sind zwei Worte. Also Beuer, also ich soll es mal buchstabieren. Ja, so, machen Sie mal. Ja, Beutelratte, Esel, Uhu, noch ein Esel, eine Rakete, Nashorn, dann Esel und eine Rakete und ein neues Wort Straße. Jawohl, danke, Herr Maulwurf. Ja. Dann brauche ich für die Gewinnberechtigung noch das Geburtsdatum. Das war's bitte?
Ihr Geburtsdatum muss ich mit eintragen. Ach so. Ja, das ist ja der 4. April. Hallo? Ja, 1900? 51. Jawohl, dann sind Sie jetzt für dieses Gewinnspiel erstmal registriert. Ja. Ja? Verraten Sie mir denn jetzt auch, um was das geht? Moment mal. Ja. Herr Maulwurf, buchstabiert mit Aufnahme. R. Pirakide. E wie Esel. Hallo? Ja, Entschuldigung, Herr Maulwurf. Moment mal. So, jetzt sind Sie für dieses Gewinnspiel vollständig registriert. Ja. Im Gewinnfall bekommen Sie eine schriftliche Benachrichtigung. Also per E-Mail? Nein, per Post. So. Ja? Jetzt habe ich mir extra vorgestern so einen E-Mail-Account mal eingerichtet, ne? Okay. Oder einrichten lassen. Ich hätte das, glaube ich, nicht hinbekommen. Okay. Ja, also nein, hier werden die Gewinne immer per Post benachrichtigt, Herr Maulwurf, ja? Ja. Okay. Da müssen wir uns aber noch gedulden bei. Und Glück brauchen wir auch noch dabei. Das dauert noch eine Weile. Ja, ich habe Zeit, ne? Ja, ich auch. Das sind Sie dann auch telefonisch erreichbar, Herr Maulwurf? Ja, schwierig, ne? Ich bin ja im Prinzip, weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich helfe ja im Archäologischen Museum immer noch relativ viel aus, ne, weil ich mich da gern aufhalte. Da müssen wir das absprechen vorher. Nee, es geht ja nur darum, dass ich hier Ihre Telefonnummer mit eintrage. Ach so, ja, das Sagen können wir Sie mal machen. Mit Vorwahl. Ja, das ist 07221. Ja. 765. Ja. 344. Mhm, okay. So, dann haben wir jetzt alles dabei, ja? Wenn Sie jetzt hier gewonnen haben, dann kriegen Sie einen Brief von uns. Also heben Sie das mal schön auf, ja? Was soll ich jetzt auch? Aus dem TV-Heft, ja? Genau, das los. Das heben Sie jetzt mal schön auf, ne? Mhm, das kann ich gerne machen. Okay. So, und dann habe ich hier aber eine schöne Nachricht für Sie, Herr Maulwurf. Welche denn? Ja, das verrate ich Ihnen jetzt. Ja? Sie dürfen hier in meiner Premium-Runde mitmachen. Die heißt Premium-Tipp 49 Pro. Das ist das ganz normale Lotto. Das erkläre ich Ihnen jetzt mal. Aha. Hier ist nämlich der offizielle Startschuss, der 21. September. Und dann nehmen Sie zum einen jeden Mittwoch und jeden Samstag jeweils mit 119 computeroptimierten Tipp rein, inklusive 10x Spiel 77 und 10x Super 6 am Spiel um den ganz normalen Lotto-Jackpot 6 aus 49 teil. Aha. Hier verpassen Sie keine Ziehung, Sie müssen sich um nichts kümmern, das wird hier alles automatisch für Sie geregelt. Und Sie spielen dann mal in der Woche mit 20 ausgefüllten Scheinen. Ja. Das sind hier 238 Tipps für Sie, Herr Maulwurf. Und das in unserer kleinen Gemeinschaft von 180 Teilnehmern. Was war jetzt mit 180? 180 Leute dürfen da nur mitmachen. Und Sie sind jetzt einer davon. Da habe ich ja Glück gehabt. Ja, genau. So, und um Ihre Gewinnchancen nochmal zu erhöhen, ja, spielen Sie jeden Samstag mit Ihrer eigenen Tippreihe. Sie sollen immer noch mal die Chance haben, samstags den Lotto-Jackpot im Alleingang zu knacken. Schafft man das denn alleine? Naja, ab und an. Weiß Wenn ich Sie die das ja Zahlen nicht. Nehmen, kennen Sie das normale Lotto 6 aus 49? Das kennen Sie. Ja, aber wie das alles funktioniert, ne? Ja, da brauchen Sie sich um nichts kümmern. Das wird doch hier alles automatisch gemacht. Ach, ja, da kriegen Sie jeden Monat dann eine Gewinnabrechnung zugeschickt. Aha. Ja? Auch mit der Post? Auch mit der Post, genau. Meine Güte, die letzten Firmen, mit denen ich gesprochen habe, sind hier mit Strom und Gas und die wollen alle sagen wir, irgendwas aus dem Internet haben. Jetzt habe ich mir das eingerichtet und jetzt will es keiner haben.
Na, das kommt noch. Ja, so, das Besondere hier bei uns ist aber, Herr Maulwurf, durch das Spiel 77 und Super 6 kriegen Sie nämlich hier eine doppelte Treffergarantie. Das heißt, Sie gehen hier nicht ohne raus. Im Gegenteil, Sie werden hier viermal in der Woche mit uns einen Treffer landen. Ja? Viermal die Woche treffen? Ja, wo genau. Denn? Sie werden hier viermal in der Woche gewinnen. Das weiß man schon vorher. Ja, da ist die Treffergarantie mit dabei, weil ja alle Zahlen von 0 bis 9 hier doppelt abgedeckt sind. Ach, das ist ja fantastisch. Genau. So, und dann für jeden gespielten Monat kriegen Sie nochmal Bonuspunkte über das Premium Card Sparprogramm. Hier können Sie sich tolle Prämien mit aussuchen und müssen nicht mal einen Cent dazu bezahlen. Und Sie können sogar gemeinsam, jetzt kommen wir zum Internet, Frau Herr Maulwurf, Sie können hier gemeinsam mit der gesamten Familie bei Online-Einkäufen nochmal bis zu 25% sparen. Da sind Apotheken dabei, da sind Buchläden dabei, da sind Baumärkte mit dabei, also alles Mögliche ist mit dabei. Ist ja auch was dabei, mit dem ich was anfangen kann? Ach bestimmt, Sie lesen doch bestimmt gerne, oder? Nee. Nee, was machen Sie denn gerne? Na, ich schaue am liebsten Fernsehen, ne? Da muss man nicht so viel nachdenken. Ich habe heute Morgen, sag ich mal, das läuft ja frühs immer, da kann man sich ja immer das Kaminfeuer anschauen. Ich sage mal, ich kenne wenig, das so beruhigend ist. Ne? Ich bin immer traurig, wenn das dann vorbei ist und die Nachrichten kommen. Dann waren Sie aber dolle früh wach gewesen mit dem Kaminfeuer, oder? Ja, ich bin, sag ich mal, so ein bisschen Nachteule. Und ja, der Zyklus ist, sag ich mal, ein bisschen durcheinander, was die Schlaf-, Ruhe- und Wachphasen angeht. Ja, ja. Das liegt daran, ich habe hier, sag ich mal, auf der Veranda, ne, da ist ja im Prinzip, da sind Fledermäuse. Und die mag ich gerne anschauen, aber die kommen ja nicht nachmittags, ne? Nee, das ist richtig, die kommen nur nachts raus, ne? Ja, ja, das ist gut, dass Sie das wissen. Es gibt nicht viele Leute, die, sag ich mal, das ist ja nicht so bekannt, ne? Haben Sie denn ein Nachtsichtgerät? Nee, das ist ja, sag ich mal, so ein Restschein. Ich habe ja so eine kleine Lichtung hier hinten. Wenn der Mond draußen ist, das verschreckt die ja noch nicht. Ich sag mal, ich habe zwar damals, sag mal, meinen Dienst vollführt, aber sag mal, da gab es ja noch keine Nachtsichtgeräte. Ich habe noch das Messer von damals, das habe ich für den Garten noch, ne? Mhm. Oh, ich merke gerade, ich muss mal kurz, ich habe die Kartoffeln noch auf dem Herd. Haben Sie eine Minute, dass ich die kurz rund... Ich bin gleich wieder da, nicht, dass das brennt hier, ne? Bis gleich. Ja. Hallo? Sind Sie wieder da? Ja, da bin ich, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt doch nicht verstreichen lassen. Ne? Nee, nicht, dass nachher was anbrennt, ne? Nee, das ist mit Kartoffeln im Wasser zwar schwierig, aber die sollen ja auch noch genießbar. Ich wollte ja keinen Mörtel herstellen, ne? Ja, richtig. So, Herr Maulwurf, dann kommen wir noch zum Wichtigsten. Was setzen wir hier ein? Prozio. Wer sitzt ein? Nee, also das ganz normale Lotto, das müssen wir ja alle irgendwo bezahlen. Auch Sie müssen hier einen kleinen Betrag dafür leisten. Das sind hier aber bei uns gerade mal für je Mittwoch und Samstag 2,41 Euro für das komplette Paket. Also 20 ausgefüllte Scheine, 20 mal Spiel 77 und Super 6 und natürlich Ihre eigene Tippreihe mit dabei. Für den kompletten Monat kommen wir dann hier auf einen fairen Einsatz von 59,50 Euro. Hier ist es völlig egal, ob der Monat 4 oder 5 Wochen hat, Herr Maulwurf. Der Preis bleibt derselbe. Gibt das Wochen, die 5 Monate haben? Nee, für 3 Monate läuft das zunächst. Wir wollen niemanden festnageln. Und Sie haben jetzt mal die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Nehmen Sie einfach Ihr Glück hier mal heute in der Hand. Und dann sagen Sie mir für Ihren persönlichen Samstagstipp mal 6 Zahlen zwischen 1 und 49, mit denen ich Sie hier mal ins Rennen schicke.
Nehmen Sie doch richtig, es soll sich lohnen, Herr Maulwurf. Ist das Rennsportwetten oder wie darf ich das verstehen? Nein, das ganz normale Lotto 6 aus 49 ist das. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie schicken da wen ins Rennen, ne? Naja, Sie wollen mal ins Rennen schicken. Pferde- oder Motorsport? Nein, Herr Maulwurf, Sie sollen mal mitmachen. Sie sollen mal hier auf der Gewinnerseite stehen. Da bin ich doch zu alt für, das müssen ja die jungen Leute sowas machen. Ach Quatsch, im Alter haben Sie doch bestimmt auch noch den einen oder anderen Wunsch, den Sie sich erfüllen wollen, oder? Ja, aber ich kann mich ja nicht mehr auf ein Pferd setzen, ne? Sie sollen sich doch auch nicht auf ein Pferd setzen, Herr Maulwurf. Also dann doch Sportwetten. Nein, das ist das ganz normale Lotto 6 aus 49, was Sie kennen vom Fernsehen. Ja, das also, ich habe vorhin auch eine Dokumentation über Eulen geschaut, ne? Herr Maulwurf, möchten Sie hier beim ganz normalen Lotto 6 aus 49 mitmachen, ja oder nein? Wo muss ich da denn hingehen? Na gar nicht, das machen wir doch alles fertig hier für Sie. Ach, sind Sie da vom Kiosk unten? Nein, Sie sind hier im Gewinnspielservice. Ist das hier am Marktplatz unten? Nein, Sie sind hier in Magdeburg gelandet. Sie rufen gerade in Magdeburg an. Das ist aber weiter weg. Wie, ja. Das kommt das dann auch alles mit der Post? Ja, das wird alles nochmal schriftlich bestätigt. Nee, ich meine dann, wenn das, wenn sich da, sag ich mal, dann, sagen wir mal, Gewinne einstellen. Na, dann kriegen Sie die Gewinne auf Ihr Konto überwiesen, Herr Maulwurf. Ja, aber wie erfahre ich denn dann davon? Ja, also Sie kriegen hier jeden Monat dann auch eine Gewinnabrechnung per Post zugeschickt. Und Sie schauen doch bestimmt einmal oder zweimal im Monat auf Ihr Konto, oder? Also täglich eigentlich, ne? Na, sehen Sie. Ich hab da so ein bisschen Probleme, ne? Da haben neulich welche angerufen, haben gesagt, ich habe eine Reise gewonnen. Jetzt versuchen die da immer Sachen abzubuchen, ne? Ehrlich? Ja. Was wollen die denn abbuchen? Na, sagen wir, den Gewinnspielbeitrag von 49,90, ne? Aha, okay. Nee, das ist ja hier das ganz normale Lotto, ja? Und auch hier ist ein Betrag mit dabei, Herr Maulwurf, hatte ich ja gesagt. 59,50 Euro sind das im Monat, ja? Und da wird auch der Betrag immer zum Monatsende, kurz vor Spielbeginn, vom Girokonto angefordert. Und alle Geldbeträge aus den Gewinnen gehen dann auch aufs Konto über. Also ich muss das schon attestieren, sag ich mal, anfordern statt abbuchen. Da haben Sie, sag ich mal, die gefährlichen Worte ja gut umschifft, ne? Gehört das zum Training bei Ihnen? Was habe ich umschifft? Naja, das Wort abbuchen. Sie sagen dann angefragt statt abbuchen, weil das ist ja ein böses Wort, ne? So im Telefonjargon bestimmt. Also ich sag das immer angefordert. Ja, aber es ist ja keine Anforderung, weil Anforderung muss man ja bestätigen, das wird ja genommen. Ja, aber Sie sind doch hier abgesichert über das Sepa-Laschre-Verfahren. Sie haben doch hier alle Rechte auf Ihrer Seite, Herr Maulwurf. Welche denn? Kann auch nicht passieren. Wenn es zum Beispiel ein anderer Betrag ist, den wir hier gerade besprochen haben, dass Sie das dann einfach zurückbuchen können, für Sie kostenlos und wir müssen Strafe zahlen. Wir machen uns dann nämlich strafbar. Oh, das ist nicht gut, ne? Nee, ich will mit meinem Job noch in Rente gehen. Das dauert noch ein paar Jährchen. Ja, wirklich? Ja, natürlich, klar. Wie lange haben Sie noch? Noch 25 Jahre muss ich arbeiten. Tatsächlich so lange? Tatsächlich, ja. Also ich habe ja früher immer schon gesagt, ich glaube nicht, dass ich mal Rente kriege. Es hat sich dann aber rausgestellt, dass ich, sagen wir mal, doch da noch zu den, was wollte ich denn jetzt sagen, Empfangsberechtigten gehöre. Ne? Bin ich ja ganz froh drum. Herr Maulwurf, was machen wir? Möchten Sie hier beim Lotto mitmachen, ja oder nein? Ja, also ich finde das ja schon interessant, ne? Ja. Aber nachdem Sie dann vorhin, sag ich mal, sich im Hintergrund drüber lustig gemacht haben, wie ich die Worte buchstabiert habe, habe ich gedacht, ich klaue Ihnen einfach noch mal ein bisschen die Zeit, weil das so respektlos ist. Das ist respektlos? Nein, das war gar nicht respektlos. Na doch. Mm-mm. Ich habe jetzt hier. Bestimmt irgendwas falsch verstanden. Nee, Sie haben ja da, der heißt Maulwurf und hat mit Rakete buchstabiert. Ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen. Ich kann solche Bälle auch wunderbar zurückspielen. Bin zwar kein Fußballer gewesen, aber was Callcenter angeht, bin ich ein Profi, ne? Ah, okay.
Ja, die rufen hier ja den ganzen Tag immer an, ne? Mhm. Was gibt's denn gerade zu essen bei Ihnen? Bei mir gar nichts. Das Ich bin noch hier auf Arbeit. Es hört sich so an, als hätten Sie ein Brötchen im Mund. Nein, um Jetzt Gottes kriege Willen. ich Hunger. Wollen wir nachher einen Döner essen zusammen? Herr Maulwurf, ich sitze doch hier in Magdeburg und Sie wohnen in Baden-Baden. Ja, machen wir die Das sind ein Wette. paar Kilometer Da dazwischen. machen wir uns beide hier bei unserem Lieblingsdönermann einen Döner, machen die Webcam an, ne? Und dann? Dann essen wir einen Döner zusammen. Ich habe doch keine Webcam hier auf Arbeit. Ja, nee, zu Hause dann, ja. Also bei der Arbeit ist das ja wahrscheinlich nicht gestattet. Ja, aber wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Ja, das weiß ich, deswegen will ich das ja auch nicht bei der Arbeit machen. Da hören ja andere Leute zu. Das stimmt. Sehen Sie, das wollen wir ja nicht, ne? Mhm. Weil wenn man so ein Döner isst, da kann man ja auch ziemlich schmatzen, ne? Das ist ja nicht so sozialverträglich. Ja, aber Schmatzen ist doch nicht anständig. Nee, nee, ne? Deswegen dachte ich ja, Nee. verlagern wir das irgendwo, sagen wir mal, ins Hinterzimmer, dass das auch keiner mitbekommt. Und dann kann ich, sag ich mal, auch noch mal die heutige Folge zeigen, wo die, sag ich mal, im Prinzip, da sitzt eine Eule 6 Stunden lang regungslos auf einem Ast. Das ist das Spannendste, was ich die Woche im Fernsehen gesehen habe. Das würde ich im Prinzip auch mit Ihnen teilen. Herr Maulwurf, aber wenn ich Feierabend habe, dann möchten mein Mann und mein Kind mich noch haben, wissen Sie? Ach so. Ja, die können ja auch mitgucken. Nee, die wollen dann heute Abend noch was anderes mit mir machen. Was Schauen Sie steht denn mal. an? Na, wir werden zusammen zu Abend essen. Oh, was gibt's denn heute? Das weiß ich noch nicht. Da lasse ich mich überraschen. Mein Mann, der kocht doch für mich. Ach, Sie werden bekocht. Na, das ist ja Na ein Traum. klar. Ja, Das das ist ist auch ein Traum. schön. Das ist klasse. Okay. Soll ich im Prinzip, wenn Sie da sagen, Sie kommen jetzt ja da nicht in den Genuss der 6-stündigen Eulenbeobachtung, da würde ich Ihnen im Prinzip gerne nochmal die Höhepunkte zusammenfassen. Herr Und zwar kommt Maulwurf, da ich von kriege hier leicht gerade ein südlich. Zeichen. Ich unterbreche Sie ja wirklich gerne, ungerne. Ja? Ne? Ja, das ist. Wollen Sie sich denn noch entschuldigen dafür? Ich muss mich nicht entschuldigen. Für was Na, denn? dass Sie mich da vorhin, sagen wir mal, sich über Da mich haben Sie lustig gemacht haben. total was verkehrt, falsch Nee, verstanden. nee. Ja doch, ich würde sowas nie machen. Ich bin die Liebe in Person. Ich habe das doch gehört, ne? Nein, da haben Sie sich total verhört. Nee, habe ich Glauben Sie nicht. mir, sowas würde ich mir nie machen. Weißt du, eigentlich heiße ich ja Konstantin und bin 36. Ich spiele den alten Mann nur. Ich habe das genau gehört. Kannst du mich hier nicht verarschen, meine Schwester? Eine Schwester bin ich schon mal gar nicht. Möchtest du heute am Telefon Islam annehmen? Sprich mir nach. Es gibt nur einen Gott und Mohammed ist sein Prophet. Nee, da brauche ich nicht drüber reden. Doch. Ich lege jetzt auf, ja? Maschallah. Salam alaikum. Diese Fiese. Nein, ich sag's jetzt nicht.